Liebe Schwestern, liebe Brüder hier vor Ort, liebe Schwestern, liebe Brüder an den Monitoren. Immer wieder werden wir daran erinnert. Wir, die Christinnen und Christinnen, sollen uns unterscheiden. Wir sind nicht diejenigen, die es machen, wie es andere machen. Wir sollen durch Wort und Tat diese Welt verändern, hin zu eine bessere, eine gerechtere Welt. Anders gesagt, wenn wir heute Abend hier sitzen oder am Monitor diesen Gottesdienst verfolgen, ihn mitfeiern, dann soll das nicht ohne Konsequenz bleiben. Wer Jesus Christus als seinen Herrn und Meister erwählt hat, der kann und darf nicht anders sein als der Herr selbst. Und gleichsam wie er müssen auch wir den Weg der Gerechtigkeit, des Friedens und der Liebe gehen. Es ist der Weg, der uns aufgetragen ist. Manches Mal ist dieser Weg aber durchaus etwas, das uns überfordert, das uns Überwindung kostet. Und da ist es gut, dass wir auf diesem Weg der Nachfolge nicht alleine sind. Davon haben wir gerade gehört. Nachfolge, das bedeutet auch zu hören, was der Herr gesagt hat. Da war das Wort von dem Beistand soeben im Evangelium zu hören. Es ist der Geist der Wahrheit. Es ist der Heilige Geist, der in wenigen Tagen auch wieder am hochheiligen Pfingstfest über uns ausgegossen wird. Der Heilige Geist, der verbindet uns miteinander. Miteinander, das ist der Sohn, der Vater und das sind auch wir. Wir sind eingeladen, diese Beziehung zu leben. Wir sind eingeladen, es gleichsam wie der Herr zu machen, nämlich aus dieser Beziehung zu leben. Damals war die Beziehung zum Vater und die zum Heiligen Geist wie eine Quelle, eine sprudelnde Quelle, aus die Jesus Christus immer wieder geschöpft hat. Er hat gelebt und gewirkt, weil er diese Quelle hatte. Wir sind eingeladen, es ihm gleich zu tun. Und wer es tut, der kann letztlich Früchte bringen, die für das ewige Leben zählen. Es sind die Früchte der Gerechtigkeit, des Friedens und halt auch der Liebe. Und wer diese Früchte bringt, der hilft nicht nur sich selbst, sondern auch denen, die uns anvertraut sind, zu einem gelingenden Leben. Wir sind eingeladen, den anderen, den Mitmenschen, also in den Blick zu nehmen. Und je mehr uns das gelingt, sei es in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, in unserem Verein, umso mehr sind wir dann auch wirklich eins mit dem Sohn. Und das sollte uns wichtig sein. Eins sein mit dem Sohn, der uns so vieles vorgelebt hat und der dadurch die Welt verändert hat, zu seiner Zeit. Die Welt verändern, das ist uns aufgetragen. Es klingt recht einfach, zu sagen, ich will Gerechtigkeit, ich will Frieden, ich will Liebe in dieser Welt. Aber manchmal ist es doch so, dass unser Wollen und das Können nicht immer wirklich zusammensteht. So vermute ich einfach mal, oder ich unterstelle es einfach mal jedem von uns, dass wir alle eine Welt haben wollen, wo es halt für alle gut ausgeht. Wo alle Menschen in Gerechtigkeit miteinander leben können. Wo es keine kriegerischen Auseinandersetzungen gibt, sondern nur Friede. Wo wirklich alle Menschen unabhängig ihrer Hautfarbe, Sprache, Herkunft, ihr Vermögen nicht danach bewertet werden, sondern alle gleich sind. Gleich im Sinne von Schwestern und Brüdern. Ein jeder von uns wird sagen, klar, das möchte ich doch. Aber dann schauen wir auf unser eigenes Leben und stellen fest, wenn wir das wirklich wollen, konsequent zu handeln, dann kann das auch unsere eigenen Lebensentwürfe durcheinander bringen. Dann müssen wir vielleicht das ein oder andere loslassen, was uns wichtig ist, um es einem anderen zu geben. Vielleicht müssen wir unsere Einstellungen, unsere Vorurteile, die wir haben, aufgeben, um einem anderen näher zu kommen. Das ist etwas, das uns vielleicht schwerfällt. Und das kann uns letztlich auch ja dann Nachteile einbringen. Wenn wir immer wieder sagen, der andere geht vor, kann es natürlich sein, dass wir zurückbleiben.
Aber auch dahingehend, liebe Schwestern, liebe Brüder, ist uns der Herr vorausgegangen. Es war ihm wichtig, wahrgenommen zu werden. Und nicht irgendwie, sondern als Messias, als Retter und als Heiland. Und weil er das so wahrgenommen werden wollte, ließ er sich auch keinen Millimeter von seinem Weg abbringen. Selbst durch den Tod nicht, durch Gewalt nicht. Sein Weg war ganz klar. Da gab es kein irgendwie mal links oder rechts vorbei, es gab nur dieses geradeaus. Und Antrieb war ihm seine Beziehung, war ihm diese Quelle zum Vater. Er wollte, dass die Welt so ist wie diese Beziehung. Eins sein mit allen Schwestern und Brüdern. Das war sein Sendungsauftrag. Alle sollen Jüngerinnen und Jünger des Herrn sein. Alle sollen Kinder Gottes sein. Eins sein. Eins sein, das gilt uns auch heute, uns dafür einzusetzen. Nicht nur, weil wir Christinnen und Christen sind, sondern weil wir Menschen sind. Und das verbindet uns mit der ganzen Menschheit. Wir können es nicht nur für uns Christinnen erbitten, diese Einheit. Für alle muss es sein. Wir alle haben den einen Vater, den einen Gott. Er mag auf verschiedene Art und Weise angesprochen werden, verschiedene Arten der religiösen Ausprägung, aber es ist der eine Gott. Alle sollen eins sein, das muss unser Handeln bestimmen, in Staat und Gesellschaft, in Kirche, in Schule und am Arbeitsplatz, an jedem Ort, wo Menschen einander begegnen, so auch heute Abend hier. Wir müssen eins sein. Und eine besondere Bedeutung haben da natürlich die Familien. In einer Familie müssen Kinder und Jugendliche erlernen im Kleinen, was sie im Großen dann bewirken können, das angesichts der Welt zu verändern. Kinder und Jugendliche müssen in der Familie, in der Schule lernen, was es heißt, Schwester und Bruder zu sein und dass es diese sind, die sie ein Leben lang an ihrer Seite haben. Das wird das Handeln der Menschen prägen, auch zukünftig. Wir sind eingeladen, uns zu öffnen für dieses Einssein. Der Heilige Geist will uns dafür den Blick weiten. Es ist der Geist der Wahrheit, der uns einführt in diese Einheit, der uns immer nein wachsen lässt in dieses Einssein mit Christus. In den Tagen zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten sind wir immer wieder eingeladen, zu beten und zu rufen, diesen Heiligen Geist herabzurufen. Ein Gebet könnte es sein: Komm, Heiliger Geist, entzünde die Herzen der Gläubigen, wandle du das Angesicht der Welt. Und ganz wichtig ist dann dieser Zusatz: Fange bei mir an. Es ist leicht, einen Wandel in der Welt zu erwarten. Schwer ist es vielleicht, bei sich anzufangen. Komm, Heiliger Geist, fang bei uns an. Amen.